Wir haben André Hunger hier. Du bist hier aus dem Bundestag in Deutschland direkt nach London gekommen und beobachtest den Prozess. Was sind deine ersten Eindrücke? Ja, ich war jetzt in dem Prozesssaal drin. Der ist ja sehr, sehr beschränkt. Man muss ja sagen, wir möchten ja ganz viele Menschen eigentlich den Prozess beobachten. Als Abgeordneter kommt man dann rein. Also, sie haben sich Leute angestellt, schon 5, 6 Uhr morgens, damit dann Leute wie ich in den Prozess reinkommen, die dann sozusagen den Platz frei halten. Das ist schon unglaublich. Und es gibt noch einen zweiten Saal, wo dann das hinein übertragen wird per Video, wo auch viele Journalisten sind. Die Akustik ist unglaublich schlecht. Es war sehr anstrengend, dem auch zu folgen. Bis jetzt ist es so, dass die Anwälte von Assange das Ursprungsurteil dieser Londoner Richterin, die ja den USA in allen Punkten Recht gegeben hat und am Ende gesagt hat, aber er ist selbstmordgefährdet und kann nicht ausgeliefert werden. So, das wird sozusagen jetzt appealed, wird Anspruch erhoben. Das wird jetzt im Detail zerpflückt. Also das ganze Urteil, das ist ja, hat ja, glaube ich, 300-400 Punkte. Das wird im Detail jetzt von den Anwälten von Assange zerpflückt. Ich habe jetzt also nur deren Einspruchsargumentation gefolgt. Und die ist so zwingend, finde ich, ja, dass man denkt eigentlich, dass die können aufhören hier, ja, die müssen ihn sofort freilassen, ne? Ja. Aber man weiß natürlich nie vor Gericht, man will natürlich auch welche Machtinteressen hier im Hintergrund bei dem Prozess eine Rolle spielen. Ja. Das haben wir auch gerade von der Bühne gehört, von Stella Sorsch, dass einfach auch die Bedingungen drinnen, wie du es gesagt hast, mit dem Ton da ganz schlecht ist, mit den wenigen Zutritt, den es gibt. Also dass auch da probiert wird, Hürden in den Weg zu legen, wo es nur geht. War es für dich als Bundestagsabgeordneter einfacher, da quasi den Fuß reinzubekommen? Nein. Nein, es war unglaublich schwierig. Ich habe vor frühzeitig schon hier mich an das Gericht gewendet, vor mehreren Wochen, und gesagt, ich würde gerne den Prozess beobachten. Dann habe ich eine automatische Antwort bekommen, dass ich bald Antwort bekomme. Und gestern, als ich schon auf dem Weg hierhin war, habe ich dann eine Antwort bekommen, dass ich den Prozess nicht von außerhalb Großbritanniens beobachten kann. Ich habe aber auch nie gesagt, ich habe immer, natürlich, wenn ich schreibe, ich möchte den Prozess beobachten, leibhaftig, dass ich natürlich dann in London bin. Aber die haben von mir erwartet oder so getan, als ob sie erwartet haben, dass ich nochmal dazu sage, dass ich in London sein werde. Und dann habe ich gesagt, na, ich bin auf dem Weg nach London. Und da haben sie mich gefragt, ja, haben Sie denn dafür Beweise? Und dann habe ich in meinen Zug, ich bin im Zug gekommen, habe ich mein Zugticket geschickt und dann haben sie gesagt, ah ja, das ist Beweis genug, jetzt kriege ich einen Videolink, mit dem ich dann den Prozess per Video beobachten könne. Also das war schon sehr schwierig und die andere Ebene habe ich eben erwähnt. Ja. Aktivisten stellen sich halt hier in der Nacht an, früh morgens und versuchen dann Leute, die sie für relevant halten, für die dann sozusagen einen Platz zu ergattern. Ja. Und davon habe ich jetzt profitiert. Aber es ist aber auch generell, muss ich mal sagen, es wirkt alles sehr verstaubt da drin. Es ist wenig angelegt auf Transparenz, dass das nachvollziehbar ist, dass die Argumente klar gehört werden können. Das wirkt irgendwie sehr, sehr verstaubt. Ich glaube, hier wäre auch mal so generell eine Modernisierung der Justiz auch nicht schlecht. Und diese Kafkaesken Regeln, wie es Craig Murray beschrieben hat, dass es Kafkaeske Regeln sind, da überhaupt irgendwie reinzukommen oder hinzukommen und wie die Hürden in den Weg gelegt werden. Glaubst du, das ist Absicht? Glaubst du, das ist Absicht, damit eben die Weltöffentlichkeit nicht so genau das Auge auf diesen wichtigen Fall haben kann? Ich kann das nicht anders interpretieren. Craig Murray saß ja auch neben mir. Er hat auch da sehr, sehr fleißig mitgeschrieben und weil waren ja so viele Details. Nicht anders interpretieren. Man versucht wirklich die Aufmerksamkeit so und die Nachvollziehbarkeit so gering wie möglich zu halten. Und das, ich meine, das Interesse ist ja riesig weltweit eigentlich auch. War ja sogar auch in Deutschland heute schon in den Hauptnachrichten sozusagen als erste Meldung im Deutschlandfunk und so. Also ist das, und zu Recht, ja, weil es ist, ich sag mal,
der wichtigste politische Prozess der Gegenwart. Ja, mit unfassbar weitreichenden Auswirkungen, falls er tatsächlich ausgeliefert wird, falls das Schule machen kann, mit dem sogenannten Espionageakt dann Journalisten weltweit sich rauszugreifen. Also das ist wirklich unglaublich wichtig und deswegen bin ich froh, dass hier auch so viele Leute da sind. Das haben wir auch gehört, dass sie sehr zufrieden sind, weil es ein sehr großer Protest ist, verhältnismäßig. Ich fand es schon fast ein bisschen schade, dass hier nicht Zehntausende hier sind, die Straßen gesperrt sind und das geflutet ist. Aber lass mich noch als letztes fragen, hast du Hoffnung für die nächsten zwei Tage, dass das gut ausgeht? Weil du auch gesagt hast, die Argumentation der Assange-Seite ist ja sehr schlüssig und lässt eigentlich nichts anderes zu. Aber hast du Hoffnung, dass wir mit positiven Nachrichten morgen Abend da rausgehen? Also ich vermute schon, dass dem Einspruch teilweise stattgegeben wird. Das ist jetzt mein Gefühl. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das alles wegwischen kann, was die da vorgetragen haben. Das heißt aber dann auch wiederum, dass der Prozess in Großbritannien neu aufgerollt wird und die Strafe durch Prozess, Punishment through Process, weitergeht. Und das ist ja das Schreckliche. Er müsste ja wenigstens aus Belmarsh rauskommen. Der sitzt seit 5 Jahren in einer 6 Quadratmeter großen Zelle, in einem Hochsicherheitstrakt, wofür schwersten Verbrecher, ohne Anklage, ohne Verurteilung. Und dieser Zustand müsste eigentlich aufgehoben werden. Da bin ich aber wenig hoffnungsvoll, aber dass der Einspruch, dass dem stattgegeben wird, das glaube ich jetzt mittlerweile schon als wahrscheinlicher. Hoffnungsvolle Worte auf jeden Fall. Würde mich natürlich freuen, wenn es neue Informationen gibt, falls du morgen auch noch da bist. Ich muss leider nach Berlin. Wir haben jetzt Sitzungswoche in Berlin. Okay. Wir sind noch eine kleine Gruppe jetzt, Bündnis Sarah Wagenknecht, 10 Abgeordnete. Ja. Viel Arbeit da. Sevim Dadelin ist ja auch hier. Sie wird morgen noch hier sein. Ich werde heute schon nach Berlin fahren, weil wir haben auch ganz wichtige Entscheidungen. Wir haben einen neuen Militäreinsatz im Roten Meer, der morgen im Ausschuss abgestimmt wird und sowas alles. Da muss ich dann präsent sein. Danke dir auf jeden Fall, dass du hier bist und auch weiterhin viel Erfolg. Danke für deine Einblicke. Okay. Alles Gute dir.